Ja, hallo wertes Volk, herzlich willkommen zurück bei This War of Mine. Ich habe inzwischen ein Update installiert, vermutlich das finale Update, Final Cut. Ich vermute aber, dass es auf unser Spiel, das wir ja bereits gestartet haben, keinen Effekt haben wird. Weshalb wir einfach mal weiterspielen und schauen, was passiert. So, ja, wir wurden ausgeplündert, hat uns Munition gekostet, sonst nichts. Genau. Die Version, die wir hier spielen... Leicht krank, okay, dann bleibst du liegen. Wir sind aber beide müde, okay. Haben wir ein drittes Bett mal gebaut? Nee, ne? Aber wir haben es halt auch scheiße warm hier drin. Das heißt, eigentlich stell dich nicht so an, schaff was. Wir schicken zuerst Boris schlafen, dann können wir mal gucken. Ja, ich hatte eine Aufnahmepause dazwischen. Stellt euch vor, weil ich ja das Update installiert hatte. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir sind. Grob hier im Spiel. Du gehst mal ans Radio. So, hier ein paar Gedanken. Wir haben nur einen Stuhl, wir haben Betten. Bedingungen schlafen, krank verletzt, Radio, es keine Bücher. Ja, die haben wir, glaube ich, verbrannt. Kaffee und Zigaretten, ja. Alle Löcher gestopft, Alarmsystem installiert. Genau, so. Wir haben zwei, wir haben ein bisschen wenig Munition. Können theoretisch eine herstellen, aber da müssen wir, glaube ich, upgraden. Haben aber sehr viel Material. Wir können also, glaube ich, upgraden. Medikamente, Essen. Wir haben alles genug zum Tauschen. Das heißt... ich glaube, das müssen wir noch einmal upgraden, ne? Ja. Können wir das denn? Uns fehlt ein E-Teil. Das ist sehr schade. Und wenn Marin sagt, uns fehlt ein E-Teil, dann fehlt uns ein E-Teil. Medizinisches Zubehör wird sehr gesucht. Das ist schön. Wir haben sehr viel medizinisches Zubehör. Plünderbanden. Äußerste Vorsicht, ja. Aber das haben wir ja. Warm sein. Ein Spaziergang im Park. Ja, lass uns in den Park gehen. Ja, hier weiß ich jetzt gerade nicht, was wir noch brauchen. Muss ich gleich erstmal einmal gucken. Wie viel Wasser haben wir? Nicht so viel. Mach mal Wasser an. So. Genau, da fehlt uns rein Alkohol. Das Gerät dafür haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Wir haben nur das da. Ja, fürs rein Alkoholgerät brauchen wir, glaube ich, auch ein Thermometer, was wiederum auch E-Teile kostet. Und wir haben ein bisschen wenig brennbares Material. Dann machen wir doch davon mal 8 Stück. Gut. Wir haben 2 Fallen. Wir haben kein Grünzeug, aber wir haben hier jede Menge Grünzeug. Wir haben einen ungeraden Tag. An ungeraden Tagen gibt es Essen. Ja, gut, es ist 10 Uhr. Wir lassen Katja noch bis 11 liegen. Dann ist ja sowieso Bettenwechsel. Aber dann kannst du so lang mal kochen. Und Marin macht wahrscheinlich gleich die Tür auf. Werden wir ja gleich sehen. Ja, mach mal die Tür auf. Bis Katja aufsteht. Ach, die hat schon ausgeschlafen. Okay. Dann renn du mal hier hoch. Marin muss noch was essen, bevor er schlafen geht.
Emilia hat schon gegessen. Marin isst was. Katja kann nachhandeln. Oh, bitte, bitte, lieber Franco, hast du ein paar E-Teile für mich? Nein. Das ist sehr schade, weil die könnte ich brauchen. Okay. Aber das nehmen wir. Und das nehmen wir. Ansonsten eigentlich, ja, haben wir genug an Teilen. Wir nehmen noch das Wasser. Ach, ich sollte ihm vielleicht mal irgendwas anbieten, ne? Zwei sind schon wieder zu viel. Na, jetzt rutscht mir das hier weg. Großzügig, das heißt, ich kann noch was dazu packen. Bin ich gerade im Überlegen, ob ich noch mehr raushandeln könnte oder ob ich es einfach lasse. Wir haben nicht mehr so viel Zucker. Wir starten gleich nochmal eine Verhandlungsrunde. Nee, wir versuchen es erstmal mit dem Edelstein, der ist weniger wert. Und ich will deinen Zucker und das Wasser. Wir kaufen ihn einfach leer, einfach weil wir so viele Edelsteine und Gedöns haben. Das reicht nicht. Aber noch ein Edelstein ist dann wahrscheinlich... Ja, too much. Und jetzt noch das Wasser? Okay, das nicht mal das kriegen wir. Gut, dann so und nächste Runde. Wir kaufen ihn einfach leer, weil wir es können. Ein Buch kriegen wir noch. Das ist aber nett. So. Das ist unseres, genau. Hier, das habe ich ihm verkauft und das brauche ich alles nicht. Vielleicht noch den Kaffee. Nee, nicht mal den Medin. Okay. Haben wir noch irgendeine Kleinigkeit? Kippen haben wir keine, ne? Und haben wir jetzt auch keine gemacht. Gut. Hier, nimm und tschüss. Du legst dich schlafen. Du gehst was essen. Und du auch. So. Dann Wasser ist, glaube ich... Doch, wir haben gerade Wasser eingetauscht. Dann können wir vielleicht nochmal Alkohol ansetzen. Ja, zwei Stück. Und hier immer zum Upgraden brauchen wir halt echt immer E-Teile. Wir haben keine Wasserfilter mehr, dann stellen wir Wasserfilter her. Weil hier brauchen wir nämlich auch das da. Ja, mach mal 6 Stück. Wir haben es ja. Hihi. So, aber mehr brauchen wir eigentlich nicht. Das heißt, wir können den Tag beenden. Wir haben nicht mehr viele Kräuter, aber wir haben aktuell kein Wasser für die Kräuter. Wir könnten eine zweite Wasserbase aufstellen. Aber das machen wir morgen. Jetzt ist erstmal Nacht. Du bleibst im Bett. Jetzt muss ich mich gleich erstmal einfinden, wo wir hingehen. Und dann entscheide ich, ob ich mit Katja oder mit Boris plündern gehe. Aber Marin steht auf jeden Fall Wache. Baustelle ist noch jede Menge Material, aber ist da auch noch E-Teile?
Da ist nicht mehr viel. Da habe ich, glaube ich, alle E-Teile raus. Und da sowieso. Da sind bewaffnete Leute. Naja, Gefahr. Vergiss es. Waffenteile. Waffen. Da könnten wir ein bisschen schleichen und handeln. Und da wohnen noch Leute. Da waren wir noch nicht. Da müssen wir vorsichtig sein. Da waren wir auch noch nicht. Aber das ist mit Handel. Dann gehen wir da... Ach ja, ich habe noch niemanden ausgewählt. Genau, wenn das Doppelhaus mit Handel ist, dann ist es okay, dann kann man da hingehen. Bin ich gerade im Überlegen. Ja, wir gehen mit Boris hin. Lassen Katja mit Wache stehen. Weil wir waren da noch nicht, das heißt, da gibt es einiges zu holen. Darum nehme ich nämlich das und das auch erstmal mit. Und ein bisschen was zum Handeln. Was ich dann gegebenenfalls sogar für Katja da lasse. So. Weil das ist halt der Vorteil, wenn wir Boris nehmen. Entschuldigung. So. Und wenn das auf Handel eingestellt ist, kann da eigentlich auch nichts passieren. Außer mit dem neuen Update ist jetzt irgendwas verändert worden. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, da wir die Runde ja schon angefangen haben, bevor das Update kam. Und wir in diesem Update noch nicht mal The Little Ones mit drin haben. Was haben wir hier? An der Wand stehen unbeholfene Buchstaben. Hanna, Thomas und ich sind bei Onkel Radu eingezogen. Wir haben Mama im Garten begraben. Papa, pass auf dich auf. Petra. Ja. Ich glaube nicht, dass Papa hier noch ist. So, hier sind auf jeden Fall Teile. Also hier ist das andere Haus. Wir nehmen erstmal alles mit. Wir müssen gleich auch noch ein paar Türen öffnen. Und dann, die anderen Sachen lassen wir erstmal da. Wir sind ja voll bepackt schon. Und von den anderen Teilen habe ich Franco ja auch genug abgekauft. Nee, ist nur Holz. Aber jetzt können wir gleich nämlich einen Blick erhaschen. Hier ist nämlich auch noch ein Haus. Aber da wohnen Leute. Und weil hier, da ist einer, mit dem wir handeln können. Darum macht man sich den nicht unbedingt zum Feind. So, dann nehmen wir auf jeden Fall alle Türen auf. Da sind sehr viele Ratten. Teile. Die hier ist offen, genau. Und die hier war zu. Genau, und hier in den Kühlschrank lege ich die Sachen immer. Ich habe das schon öfters. Ja, da ist nämlich noch mehr davon. Das würde ich aber, glaube ich, mitnehmen. Ich würde aber, glaube ich... Wir gehen erstmal nochmal... Also, wir gucken jetzt erstmal alle Haufen durch. Und dann würde ich nochmal ein bisschen Material ablegen und mal eine Futterdose mit Boris eintauschen. Wir können es uns leisten. Wir sind im Moment bis auf E-Teile halt super ausgestattet. Gehen wir noch hier unten gucken. Die
sind nämlich durch den Keller verbunden, die beiden Häuser. Und da kann man dann hergehen und das hier aufbuddeln und sich dann quasi hier reinschleichen. Am besten mit einem Dietrich natürlich. Bücher nehmen wir auch mal mit, einfach weil wir es uns leisten können, Bücher rumzuschleppen. Jetzt müssen wir sie auch nicht mehr verbrennen. Genau, aber ich buddel jetzt mal nicht. Ich gehe jetzt nochmal hier an den Kühlschrank. Und lass mal einiges hier von da. 5 Slots dürften reichen. So viele E-Teile kriegen wir nicht für eine Dose, aber ich will jetzt erstmal gucken, was der da hat. Hallo, ich habe einige Sachen zum Tauschen. Willst du sie sehen? Aber klar. Er hat auch keine E-Teile. Das ist sehr schade. Er hat sonst auch nicht viel. Naja, hier guck mal. Und dann nehme ich hiervon ein bisschen. Ein Kräuter. Wie viel Zucker kriege ich? Ein Zucker. Ja, dann handeln wir. Wir lassen den Zucker aber da. Genau. Das kann Katja dann quasi eintauschen, aber nicht jetzt. Ein Zucker wollte ich da lassen, ne? Ja. So. Dann gehen wir damit jetzt wieder nach Hause. Und dann wissen wir nämlich, dass Katja weder Brechstange noch Sägeblatt mitnehmen muss, noch Tauschmaterial, weil genug da ist. Ich würde aber nächste Nacht vielleicht nochmal zum Bordell gehen. Ich war mir nicht mehr sicher, ob die beim Bordell E-Teile hatten, aber sie hatten auf jeden Fall Munition. Munition brauchen wir ja auch. Können wir ja im Moment nicht, weil uns die... Also jetzt haben wir genug E-Teile, um das aufzuwerten. So. Jetzt haben wir eigentlich schon wieder das nächste Problem gelöst. Aber natürlich müssen wir weiter... Ja, wenn man im Sprechen schon den nächsten Gedanken hat. Natürlich müssen wir weiter... Munition produzieren, weil wir uns weiter verteidigen müssen. Geh du mal dahin. Warm genug ist es. Sehr schön. So. Dein Magen knurrt. Essen gibt's erst morgen. Ich glaube, Zucker haben wir gerade keine, aber wir können mal gucken. So, du machst jetzt das. Das da. Dann haben wir sogar nur 5 da. Wo stand das nochmal mit ganz viel Waffen? Supermarkt? Baustelle? Da gehen wir heute Nacht hin. Dass wir mehr Patronen machen können. Und ich bin am Überlegen, eine Schaufel herzustellen. Jetzt können wir es halt einfach leisten. Und da, die dann vielleicht mal mit zum Doppelhaus zu nehmen. Wir haben noch über 10 davon, das reicht mir. Aber dann können wir jetzt, weil wir Wasser übrig haben, weil hier auch schon wieder angestellt ist und da noch was ist, das da anstellen. Aber so langsam... Wir haben eine Essensportion zu wenig für morgen. Vielleicht sollten wir doch nochmal zum Doppelhaus, weil der, wer war das? Vanya, glaube ich, hatte auf jeden Fall Nahrung, Nahrungsmittel. Eine Schaufel besitzen wir noch nicht. Dann machen wir eine. Einfach, weil wir es können. So. Jemand ist... Ah ja, das ist die Mutter des, von den Kindern, glaube ich. Wir gehen mal näher ran. Sind zumindest die Kinder, die uns besucht hatten. Komm hoch, Emilia, heute noch. Du sollst aufmachen. Hi, ich möchte Ihnen danken.
Vielen Dank für die Hilfe. Ich fühle mich bereits viel besser. Ich will gar nicht wissen, was aus meinen Kindern geworden wäre, wenn sie mir nicht geholfen hätten. Die werden bei uns eingezogen. Kein Ding. Alles gut. Wir haben Kinder zum Fressen gern. Wir haben nicht viel, aber ich habe etwas Kaffee für meinen Mann aufbewahrt. Er liebt Kaffee, aber er ist schon lange nicht mehr zu Hause gewesen. Er ist irgendwo dort draußen und kämpft. Wer weiß, wann er zurückkommt. Warum nehmen Sie den Kaffee nicht stattdessen? Nein. Den muss ich auf jeden Fall sofort heute Nacht eintauschen, sonst ist er weg. Mit Katja und Emilia ist er sofort weg. Instant. Instant Kaffee. Nicht Instant Kaffee, sondern Instant ist der Kaffee weg. Genau. Das sammeln wir jetzt ein. Ja, für heute Nacht müsste das reichen. Da haben wir jeweils genug. Da fehlt uns, glaube ich, eins. Ich gucke gleich nochmal. Genau, und Emilia ist halt jetzt unterbeschäftigt. Geh ans Radio, da bist du beschäftigt. Hüten Sie sich vor Plünderbanden. Na, das hatten wir doch schon. Achtung, Plünderbanden. Ja. Ja, da brauche ich vier für. Aber da könnte man was vorstellen, einfach weil wir es können. So. Damit Emilia eine Beschäftigung hat. Und du kannst dich jetzt hinlegen. Und mehr müssen wir heute, glaube ich, gar nicht machen. Besuch war da, gebaut haben wir. Ja, dann starten wir in die Nacht. Und aus Essensgründen würde ich jetzt tatsächlich doch nochmal mit Katja losziehen. Sind alle nicht mehr müde, ne? Bloß hungrig, ja. Nochmal ins Doppelhaus gehen. Ja, wir tauschen die Dosen ein, weil dafür gibt es meines Wissens nach echt mehr Essen. Nehme ich die Schaufel mit? Nee, ich würde sagen, das mache ich das nächste Mal, wenn ich mit Bruno, mit Dingens dahin gehe. Mit dem Dicken, der so viel tragen kann. So, wir gehen jetzt erstmal zum Kühli. Und nehmen ein bisschen Sachen zum Feilschen mit. Und jetzt gehen wir feilschen und dann gehen wir Sachen mitnehmen. Ja. Die brauche ich. Ach, spannend. Ja. So, was nehmen wir jetzt? Das will ich haben. Das will ich haben. Ich tausche mal das da gegen das da. Okay, wir lassen das Wasser da. Das verbraucht nur Platz. Und nehmen stattdessen mehr Zucker mit. Oder hatten wir letztes Mal Zucker? Gestern das oder das mit? Ich glaube Zucker, ne? Gut, wir nehmen Zucker. Ich hatte gedacht, der hätte auch noch Gemüse. Das ist jetzt ein bisschen frustig. Aber wir haben ja im Haus noch Dosenfutter zur Not. Dosenfutter ist zwar besser zum Handeln geeignet, als zum Essen. So, hier ist jetzt noch ein Platz. Wir gucken, dass wir die Stacks voll machen. Hier wollte ich das Zucker reinlegen. Weil da haben wir auch nur eins von und auch nur zwei. Ja, wir gucken mal hier nochmal, ob wir die Stacks voll kriegen. Weil weder Zahnräder noch Waffenteile brauchen wir im Moment zwingend. Das muss wieder in den Kühlschrank, merke ich gerade. Oder wir lassen es hier. So, das kann aber... Nee, wir packen die Sachen in den Kühlschrank. Der Kühlschrank ist der Ort, wo die Sachen fürs Tauschen drin sind. Damit ich das nicht wieder ewig suchen muss. Das bleibt da. Das muss auf jeden Fall mit. Wir brauchen jeden Schuss, den wir haben können.
Und jetzt füllen wir auf. So, jetzt haben wir hier noch einen Slot frei. Dann nehmen wir 4 Zahnräder mit. Ist ein voller Slot. Ja, und jetzt gehen wir zurück zum Ausgang. So. Ja, wertes Volk, so schnell ist schon auch schon wieder die nächste Folge voll. Ich wünsche euch hiermit noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer der gerade steht. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir in This War of Mine versuchen, mehr Munition und mehr Essen und mehr E-Teile zu finden und ansonsten im Überfluss leben.